Wir alle zählen auf dich! Leute, das war der Anfang von Minecraft Tür. Du hast mich im Stich gelassen. Ich werde ihn finden und vernichten. Selbst wenn es mein eigenes Leben kostet. Du hast mich sterben lassen. Sag dem Teufel doch einfach, wo Professor Koffer sich versteckt. Ich hab Leute. Was? Warte, was? Oh mein Gott. Was war das? Warum hat Ghosty so böse reagiert? Und warte mal. Wo bin ich hier gelandet? Warte mal, ist das meine... Ist das meine Zelle? Und wo geht's dahin? Leute, ich glaube, es ist wie alle gesagt haben, die Leere zerbricht. Weil das Sigma-Labor hier ist ja in der Leere. Und die verschmilzt mit der Hölle. Oh. Ja, Leute, ich glaube, das verschmilzt wortwörtlich mit der Hölle. Wir haben doch letztens gesehen, wo ich in diesem Winterwald war. Leute, die Zelle ist by the way immer dieselbe. Aber jetzt, glaube ich, gingen diese Projektoren kaputt. Seht ihr das? Die hatten ja die ganze Zeit so Tageslicht simuliert. Igor und die anderen Cthulhu-Kult-Mitarbeiter, Leute. Aber ich glaube, das ging jetzt kaputt, weil die Hölle das infiziert hat. Ey Leute, ich sag's euch. Immer wenn man im Minecraft-Flugzeug denkt, es kann nicht verrückter werden, wird's verrückter. Okay. Ich will's nicht... Schauen, was passiert, wenn ich hier runterfall. Zum Glück habe ich letzte Folge in den 100 Türen schon ein bisschen geübt zu jumpen. Aber Leute, ich bin ehrlich. Ich mache mir immer noch so halb in die Hose, wenn ich das hier so komisch jumpen muss, Leute. Weil ein Fall und es ist aus. Weil wenn ich hier sterbe, bin ich permanent auch tot. Und Leute, wenn ich permanent tot bin, dann kann niemand, Manfred, keine Ahnung, Manfred ist auch permanent tot, dann kann auch niemand mehr retten. Leute, ich sage ehrlich, ich muss einfach loslassen. Ich glaube, dass das ganze Universum sagt mir einfach hier in diesem Projekt, ich muss loslassen. Ich muss logisch denken, ich muss stoisch werden. Ich muss Kontrolle über meine Gefühle kriegen. Weil meine Gefühle vernebeln meinen Verstand, habe ich das Gefühl, Leute. Ich bin da was. Oder ich bin auch komplett cooked, Leute. Eins von beiden. Okay, Leute. Boom. Aber ich find's krass, dass diese Zelle und dieses Flugzeug, das Minecraft-Flugzeug, schon die ganze Zeit hier standgehalten hat. Ich meine, okay, es ist schon ein bisschen kaputter als sonst. So ist nicht. Da vorne ist ein Eingang. Warte, wir müssen hier jetzt irgendwie weg. Weil Leute, das letzte Mal, wo ich hier war, in dem Sigma-Labor, haben wir erfahren, dass der Kultanführer Igor ist. Und ich konnte mit ihm noch gar nicht richtig reden, weil ich wollte ihn eigentlich suchen. Und dann, als ich ihn gefunden habe, hat er gesagt, Cthulhu ist hier. Und dann habe ich ihn umgedreht, dann war da auf einmal Cthulhu. Und dann hat Igor auf ihn geschossen und ich wurde gerettet von Professor Koffer. Aber, was mit Igor? Lebt er? Ist er tot? Ist er Brot? Ich weiß es nicht. Was ist das? Das klingt wie eine Waschmaschine. Da hinten ist das Höllentor. Wir haben ja live in der Aufnahme gesehen, wie das Höllentor erschienen ist, während ich ein Buch gelesen habe. Boom, boom, boom. Wir können mal rüber. Hier ist ein Buch. Oh, okay. Zum Glück kann ich diese Sprache nicht, Leute. Junge, was ist das? Das ist immer eine Wand. Flugzeug ist abgestürzt. Oh, warte, was? Das wusste ich ja gar nicht, Leute, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Leute, ich lebe wahrlich in einer Psychose hier. Okay, ich switche erstmal hier. Mein Teammelon ist auf 4 all over print auf den 15 Jahre Fullprint. Weil, Leute, Hoodies sind ausverkauft. Aber ihr könnt doch ein paar letzte T-Shirts von dem Fullprint ergattern, bevor die raus sind, Leute. Weil ihr habt alles aufgeschnappt hier. Shop.kaufsichtig.com. Natürlich normale Hoodies und normale T-Shirts, alles mögliche, Federmäppchen, Schulranzen oder Toaster. Spaß, gibt keinen Toaster im Shop, aber vielleicht bald. Oder einen Regenschirm. Gibt's doch immer mit dem Design im Shop, also könnt ihr euch alles holen. Wünscht euch zu Weihnachten, ihr unterstützt nicht nur mich, sondern auch die ganze Sage und all meine Projekte, Leute. Ich finde, so Designs sind der beste Weg, wie ihr mir zeigen könnt, wie sehr meine Videos feiert. Gefällt.
und meine Videos weiterhin für alle gratis anschaubar machst. Ich kann nicht mehr reden, Leute, ja. Wisst ihr was? Bei Netflix muss man aber nochmal bezahlen. Bei mir kann man natürlich auch Mitglied Premium werden, um die Serien zu unterstützen und früher zu sehen. Aber Leute, ihr könnt auch einfach gratis schauen, ja? Stimmt's, Toaster? Ich sag's ja mal, kommt der Team Melone-Toaster. Übrigens Glückwunsch jeden, der ein Ding bekommen hat. Das Flugzeugdesign von Halloween Edition ist ja schon lange ausverkauft. Da war was. Okay, ich geh weg. Ich geh in meinen Standard-Spot. Warte mal, mein Spot ist aufgebrochen! Leute, ich konnte mich reinkriechen. Das ist jetzt kaputt. Okay, ich gehe nicht hier rüber. Ich glaube, die ganzen Dämonen sind jetzt ausgebrochen. Und sind jetzt langsam hier. Ich glaube, hier kann ich mich verstecken. Aber warte mal, ich kann das Monster eigentlich attacken. Ich habe jetzt meine Minigun und meine russische Schrotflinte. Aber Leute, ich denke nicht, dass das einen Unterschied machen wird. Okay. Oh mein Gott, diese Sprünge machen mich fertig. Warte, was ist hier hinten? Hier ist so eine Säule. Oh mein Gott, ich hab's gesehen! Warte. Ich hätte den vielleicht weiter runter! Ja! Okay, ich habe keine Muni mehr. Das war meine letzte Muni von der Minigun. Okay. Weg damit. Ich brauche eine Tür. Oh mein Gott! Wo kommt ihr her? Ich sehe ihn. Er geht zurück in die Hölle. Oder auch nicht, Leute. Leute, wo... hi! Ihr Flug hat 5 Millionen Jahre Verspätung. Danke! Guck mal, was das hier... Warte mal, was ist das hier? Hör, da glitzert irgendwas! Vielleicht ist das ein Schalter! Vielleicht so ein Verteidigungssystem oder so? Aber wie komme ich da hoch? Guck mal, ich glaube, das war so... Einer von diesen Towern, von diesen Wanddingern, oder? Was war hier? War das nicht hier der Berg mal? Okay, Leute. Boom, wir schaffen das. Head-Hitter-Jump. Boom! Oh mein Gott, first try. Und jetzt hier? Es muss irgendwas Gutes sein. Kann ich hier kriechen? Oh mein Gott, okay. Wir haben noch 6 Schuss in meiner Schrotflinte. Das Monster hat Schaden genommen, ihr habt's gehört, oder? Okay, warte. Vielleicht komme ich irgendwie hoch an dieser Ruine hier. Oh mein Gott! Oh, hier ist 1,5 Blöcke. Das Problem ist, jetzt ist noch gut, aber... Ich denke, das Monster kann klettern. Junge, alleine wie die Zelle ausschaut. Leute, ich glaube, wir haben noch nie einen Teuch der ganzen Horrorsaga gehabt, wo jede Folge so viel Neues einfach zu sehen ist. Like, stell euch mal damals noch vor, Minecraft Yeti, Minecraft Ritual, Vampir. Wir waren die ganze Zeit im selben Dorf. Das kommt. In Flugzeug sind wir jede Folge in einer anderen Dimension gefühlt. Oder alles, Leute. Wir haben die ganze Jahreszeit... Ich seh's. Fast oben, warte. Wo geht's hier rauf? Hier rüber? Nee. Boom. Nee, das war's nicht. Maybe hier? Oh, nice. Das ist ein Buch, irgend sowas. Warte mal, ich muss das schaffen. Boom. Ein Sprung noch, komm mal. Boom. Das Ende. Es ist zu spät. Wir werden überrannt. Die Leere und die Hölle untrennbar. Schon sehr bald wird sie sich auch mit der lebenden Welt transfusionieren. Ich dachte gerade, aber das ist hier nur eine Partikel. Da kann ich hier drauf. Boom!
Es wird eine einzige Amylarsphäre der Realität. Wer zerbricht hier Sandstange? Oder Knochen? Eins von beiden. Eine Amylarsphäre? Leute, ist doch nicht das. Guck mal, das 15-Jahre-Design ist eine Amylarsphäre. Das ist so ein ultra komisches, kosmisches Subjekt. Geometrisches Objekt, nicht Subjekt. Alter, ich sehe. Ich muss hier schnell weg. Ich sehe gar nicht mehr durch, wo ein Monster ist. Obwohl nicht, ich gehe in den Busch ran. Mehr und mehr Tore zu Cthulhu öffnen sich. Ich kann sie nicht schließen. Igo ist nicht mehr unter uns. Sie haben ihn mitgenommen. Warte mal. War da gerade was? Ich glaube, das ist ein Protokoll. Was einer der Mitarbeiter hier geschrieben hat. Er kämpfte für sein Land bis zum Ende. Doch sein Ende darf nicht unseres sein. Wir haben nicht grundlos den wahren Cthulhu-Kult damals nach dem Labyrinth ausgeschaltet. Warte, den wahren? Warte mal! Es war da hinten. Warte mal, ich schätze mal. Warte mal, wer hat das geschrieben? Nina! Leute, das war doch auch diese... Warte mal. Es gab einen wahren Cthulhu-Kult? Warte mal, das war noch der, bei dem ich in Minecraft-Labyrinth mein Ticketbild gekauft habe, oder? Und Nina hat sich nur ausgegeben als der? Oder wie? Ich darf mich nicht umsonst als einer von denen ausgegeben haben. Ja, Leute, was? Also die haben sich getarnt? Also war smart, Leute. Wir haben eine Mission und müssen diese als Respekt gegenüber Igor, der alles für uns getan hat, vollenden, Nina. Ich find's aber krass, dass Igor und Nina so im selben Team hier sind. Kannten die sich schon damals, Leute? Wir kannten Nina nicht vor Minecraft Labyrinth. Es ist crazy. Oh mein Gott. Da hinten ist es. Ich muss weg, ich muss weg. Okay, warte. Wie funktioniert das? Guck mal, vielleicht, blaue Waffe? Hallo? Vielleicht erkennt es? Oh mein Gott. Rein, 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 rein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht erkennt es die Waffe als eine von Igor. Und deswegen macht es auf hier. Warte mal, das ist ein neuer Teil. Das ist Boston Sigma 44. Das ist ein neuer Teil vom Labor, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Labore? Labor 1? Junge, wie groß ist das Sigma-Labor, Leute? Ich bin ehrlich, das Paradox-Labor ist nichts im Vergleich zu dem hier. Labor 2? Technik? Warte mal, wir gehen gleich zu Technik. Ich schaue nur, ob hier irgendwo vielleicht so ein Buch hinterlassen hat. Okay, wir haben aber noch die Waffe. 5 Schuss. Ein Schuss verschwendet. Vielleicht hätte ich nicht auf die Tür schießen müssen. Cthulhu. Aber okay, soweit ich das verstanden habe, Leute, gab es mal einen echten Cthulhu-Kult, aber... Weil Leute, Cthulhu sieht ja alles, gefühlt. Ja, die allblickenden Augen. Und ich glaube, wenn die sich als Cthulhu-Kult ausgeben, denkt er, das waren... seinen eigenen. Hier ist ein Buch. Super smart Server. Ja, Leute, komm, ich schalte den Server aus, Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf Flugzeug. Ich beende das Projekt. Ja, boom. Zack. Alles umstellen. Auto-Restart. Boom. Neuen Hack-Client hochladen. Leute, wenn es so einfach ginge. Das Sigma-Labor. Oha. Das Sigma-Labor. Ursprünglich gegründet von mir, Igor und Dimitri. Warte mal, wer hat das geschrieben? Von mir? Von Nina? Oh mein Gott. Oder wer ist die dritte Person? Und Dimitri? War Dimitri nicht dieser eine Russe aus Minecraft Vampir? Der war auch ein Teil davon? Oh mein Gott, Leute, das hängt halt alles zusammen. Das ist so krass. Leute, die ganze Saga geht schon über 4 Jahre. 4,5 Jahre geht die Saga. Seit Mai 2020. Das muss es hier, das ist hier, das ist hier. Ich hör's. Aber hier ist zu. Dient es zur Erfassung und Sicherstellung von Pakten, die mit Cthulhu geschlossen wurden. Oh. Samt aller Anormalitäten, die für das Para-X-Labor zu entropiehaltig waren. Es ist eine klassifizierte Organisation, das in Zusammenhang mit dem Para-X-Labor dafür sorgte, dass Cthulhus Ketten nicht reißen.
Boah, das ist krass, Leute. Also ich glaube, das ist der letzte Stand gewesen. Weil zu Beginn war das Para-X-Labor, also das Paradox, ja mehr zur Entropie-Entdeckung und Forschung. Weil Professor Kopf hat ja gesagt, dass er Entropie damals im Labor erforscht hat. Aber ich glaube, das war lang bevor es das gab, das Sigma-Labor. Aber danach, Professor Kopf hat ja gesagt, es gab irgendwie einen Streit oder sowas. Oder Igor. Anscheinend haben die zusammengearbeitet. Also das Sigma-Labor war mehr die geheime Organisation, die sich um die Pakte gekümmert hat. Und das Para-X-Labor um die Anomalitäten. Okay, das ist ultra krass. Hier schöner Schritt. Das lief viele Jahre hervorragend, bis die ersten Instanzen von Quantumspaltung auftraten, die Unmengen an Entropie freisetzten, was unsere Arbeiten erschwerte. Okay, Leute, vielleicht kann ich dazu was sagen. Also, ich glaube, die Quantumspaltungen waren, die Quantumpumpe in Titanic, was zu den Backrooms führte, das Limbo zerstört, dass das zerstört wurde in Minecraft-Tür. Das ist auch irgendwie auf meiner Kappe, also, und der Supermarkt. Also, Leute, ich bin ehrlich. Niemand zu Hause! Junge, was ist das für ein Geräusch? Ist es Cthulhu? Ist er hier? Hey Leute. Cthulhus Macht stieg exponentiell. Daher mussten wir unser Team nicht nur verdoppeln, sondern verachtfachen. Ja, und all das hat nichts gebracht, weil die wurden alle besessen vom Teufel, haben wir in dieser Ritualfolge gesehen. Und selbst damit wurde es gefährlich. Also flüchteten wir in die Leere. Oh, die war ursprünglich in der lebenden Welt. Nicht immer in der Leere. Warte. Das perfekte Versteck, seitdem das Limbo zerstört wurde. Okay, dieses Buch wurde später geschrieben, dieser Eintrag. Außerdem musste sich das Labor umbenennen, um vor Cthulhus wachsendem Blick nicht erkannt zu werden. Aber smart. Oh mein Gott. Ich bin really zusammengezuckt gerade. Ist es schon mal nicht hier? Okay, was ist das hier? Guck mal, wie hoch ist es hier? Das ist so Sigma 23. Sigma 55. Das sind halt alles Zellen. Von den vielen Leuten. 105. Wurden wir zum Fake-Cthulhu-Kult. Oh. Um nicht erkannt zu werden. Aufgrund der Ereignisse wurde es exponentiell schwerer, die Hölle versperrt zu halten. Wir haben nur eine Chance und Plan. Fragezeichen, Fragezeichen. Wer hat es geschrieben, Leute? Fünf Buchstaben. Es ist schon mal nicht Nina und auch nicht Igor. Oh mein Gott, ich habe offensichtlich keinen Platz mehr. Warte mal, was ist? Hier ist eine offene Zelle. Testbus und Sigma 130. Okay, also wenn meine Theorie stimmt. Und dass die Anzahl der Folgen ist in der ganzen Saga 130? Leute, wir haben doch gar nicht noch nicht so viele Folgen, oder? Irgendwann mal geschrieben, wir sind jetzt gerade irgendwie in Folge 136, 37. Das muss irgendwie... Ist das aus Flugzeug? Oder aus... Minecraft Zug? Warte, was ist das hier für eine... Zelle? Ja, die waren sehr viele... Oh, und hier mag jemand Züge. Eine brennende Erinnerung. Es war Freitag. Ich hatte früher Schule aus. Meine Mama hat mich abgeholt. Sie wartete immer 30 Minuten vor Schluss auf mich. Es war Weihnachten. Wir feierten gemeinsam mit Papa und Ghosty. Leute, ist das Tims Zelle? Doch heute ist das alles nur noch eine brennende Erinnerung. Eine Erinnerung an das, wofür wir kämpfen. Doch was ist Rache, wenn nicht Liebe, die verweilt? Oh mein Gott, ist das die Platte. Aber Tim ist nicht hier. Und hier hat er seinen Ketchup vergessen, Leute. Ich glaube nicht, dass Ketchup ist. Okay. Das Ding ist, ist Tim jetzt noch hier? Weil die Zelle ist offen. Was war okay? Das Geräusch kann ich noch nicht. Leute, wir haben schon so viele.
Geräusche gehört, aber das ist mir neu. Okay, Leute. Doch heute ist das alles ohne Brennenderem. Das ist Rache, wenn nicht Liebe verweilt. Auch wenn ich noch nicht so gut bin, in Critten, in W-Tappen, in Fullboxen, Junge, was? In Orbitrappen, in In Headhit Telebridge, in Double Crystal, in 45 Grad Straven, in Pearl Clippen, in Rod Slashen, in CPS Maxen, in Double Pump, in Blazebatten. Ich bin doch nur ein Junge. Junge, hö! Ich sag's, Tim, das ist ein absoluter Schwitzer, Junge. Was redet der? Leute! Was denn CPS Max? Ich glaube, Tim ist absoluter PvP-Profi. Wir würden selbst die besten Battleworld-Spiele gegen ihn verlieren. Aber selbst wenn er noch nicht so gut ist, ich glaube, das übt er gerade alles. Ich bin nur ein Junge und kein Teufel. Auch wenn meine Teammates mich oft so nennen und reporten, obwohl ich nur Ping-Abuse mache und Reverse-Input-Delay nutze, was eigentlich völlig normal ist. Ich aber trotzdem oft den 24-Stunden-Bann bekomme, weil die denken, ich hacke. Was ist Tim am Jappen? Fakt ist, ich habe keine Chance. Ich muss den Teufel besiegen. Er hat mir alles genommen. Jeden, den ich liebe. Das werde ich nie vergessen, obwohl ich es sollte. Koste es, was es wolle. Ja, Leute, ich sollte eigentlich auch loslassen. Ich bin ehrlich, Leute. Wenn Tim stirbt, Junge, ja, juckt. Also. Man kann ja nichts ändern, Leute. Tod ist permanent, das ist so. Ich muss mich darum kümmern, um die, die noch leben. Das wäre mal eine gute Einstellung. Ja, nachtrauern, schön und gut. Leute, ich kann ein ganzes Begräbnis machen für alle, die tot sind, wenn das Projekt vorbei ist und die anderen gerettet sind. Leute, ich muss mich wirklich am Riemen reißen hier. Es geht hier nicht um Punkte. Nicht um Elo. Nicht um Wins. Nicht um Rank-Ups. Nicht um Killstreaks. Nicht um Double-Ups. Nicht um Clip-Farming. Nicht um GG-Easy-Spam. Nicht um Leaderboard. Und auch nicht um Cash-Cups. Nein, nein. Es geht um Ghosty, Elvira und Tom. Wir werden uns wiedersehen. Ich weiß es. Von Tim. Was ein krasses Buch, Leute. Aber Leute... Warte. Leute, was? Achso. Ist es? Oh mein Gott! Ich hab keine Muni mehr. Leute, ich hätte die nie alleine besiegt. Das waren alle von den Monstern. Oder waren das alle? Und wer ist das hier? Nur ein blauer Kultist? Den kenne ich gar nicht, Leute. Ich kenne nur Nina. Du hättest dich fast mit dem Bart im Briefkasten erwischen lassen. Was? Tobi ist auch einer vom Sigma-Labor? Warte, und du lebst? Tobi! Ach, ich liebe den Geruch von geschmolzenem Metall. Junge, was hat er hier für Gigawaffen? Leute, er war doch tot. Wir haben ihn das letzte Mal im Limbo gesehen. Aber das stimmt, das Limbo ist zerbrochen. Komm her, Kleiner. Reparatur abgeschlossen. Oh mein Gott, ich habe jetzt aber keine Waffen mehr. Das war meine letzte. Ich bin ehrlich, Leute. Hätte der mir jetzt nicht... Ich dachte gerade, hör was. Wer ploppt hier runter? Ist jetzt noch irgendein Monster oder so? Und dachte mir, warte mal, das ist... Willst du meine Fleischbällchen probieren? Ich will deine Fleischbällchen... Nein! Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, alle die es wissen. Deine Fleischbällchen, Junge, die werden doch immer gelber irgendwie. Okay, weißt du was, Tobi, ich hab keinen Bock mehr. Tobi, was machst du hier? Bist du sicher? Dort, wo das herkommt, da gibt's noch viel mehr. Tobi, das weiß ich. Oh mein Gott, ich will das jetzt nicht wieder hochleben. Ja, Tobi. Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Das letzte Mal hast du noch nicht diese Narbe. Arbeit geht vor. Ja, das juckt dich nicht, Leute, der gute alte Tobi. Oh mein Gott, dass ich den nochmal wiedersehe in der Stunde der Not. Tobi hat auch so viel durchgemacht, das sage ich, das ist crazy. Warte, ist er der? Warte mal, wo ist das Buch? Warte mal. Buch. Eine brennende Änderung. Ja, das Sigma-Labor. Boom. Ursprünglich gegründet von mir, Igor und Dimitri. Tobi, bist du Mitgründer vom Sigma-Labor? Warst du deswegen ohne Grund so ultra hochgegiert in Yeti am Nordpol? Oder waren wir im Nordpol? Ich weiß gar nicht.
Komm mit, Zeit für ein Upgrade. Was für Upgrade? Tommy, pass auf, hier ist noch ein Monster. Oder war das gerade da? Junge, er hat hier einfach blaue Waffen. Hat er nicht auch damals schon über die krassen Geschütze? Tommy, das war gerade ein Dreier. Muss aufpassen. Du solltest echt mal meine Fleischspeicher. Ich werde nicht deine Kackfleischspeicher probieren. Wortwörtlich, Leute. Tobi, wie wär's eigentlich, wenn du mir sagst, was mit Igor ist? Lebt er? Warst du die ganze Zeit schon ein Cthulhu-Kultist? Die Maschine läuft wie geschmiert. Oh, Leute, was für eine Maschine, Leute. Wovon redet der? Aber ich bin jedenfalls sehr dankbar, okay? Hier, komm mal, das ist meine Waffe. Die habe ich von Igor geklaut. Hast du Money dafür? Ah, das wird Ihnen nicht gefallen. Nein! Tobi, frag doch das Monster, frag doch Cthulhu, ob der deine Fleischbällchen probieren will. Der Fleischbällchen. Ich bin ehrlich, Leute, Tobi wird im Flugzeugfinale wird einfach Tobi, Cthulhu, so eine Fleischbällchen irgendwie ins Essen mischen. Und die Lösung liegt im Detail. Was für eine Lösung? Wie wir Cthulhu besiegen, meinst du? Tobi, was ist dein Plan? Nimm mal deine Beine in die Hand, wir haben nicht ewig Zeit. War hier Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Junge, Leute, warum redet der wie so ein Bob? Weißt du was? Tobi, ich sag nichts mehr, du hast mich gerettet. Eigentlich soll ich ruhig sein. Aber ein bisschen Liebe und ein Geschütz hält ewig. Tobi, bist du das Geschütz? Bist du der Endgegner? Aber was ist mit dir passiert? Du hast doch so ein... Guck mal, das ist so ein rotes Auge. Denkt ihr, er hat nach dem... Warte mal, weil er war ja nicht im Endraum in Minecraft Tür. Denkt ihr, er kam dann in die Hölle? Weil wir haben in der letzten Folge bemerkt, dass alle, die nicht in die Hölle kamen, sofort evaporiert wurden. Das heißt, wahrscheinlich zerstört. Schraubenschlüssel raus und los geht's. Ja, okay. Hä? Ein echter Handwerker hat immer einen Plan B. Wie du aus dem Limbo rauskommst? Ich glaube, er kam dann in die Hölle und hat sich einfach durch die Dämonen durchgekämpft mit all seinen Waffen. Kann das sein? Warte mal, wo führt diese Tür hin, Leute? Ich bin nicht nur gut, ich bin der Beste. Ja, Tobi ist wirklich der Beste, Leute. Nein, ich will keinen Fleischspeicher. Bitte behalte deinen Fleischspeicher. Und pass auf, dass du hier nicht stirbst. Hast du einen Schraubenschlüssel mit? Hat er wahrhaftig. Okay. Warte, wenn da drüben die Zellenblöcke waren. Was ist dann hier? Warte mal. Ein echter Handwerker gibt nicht auf. Ja, du bist ein Handwerker, das wissen wir. Warte mal. Schweden? Was stimmt, er ist ja Schwede. Waffen? Geschmolzener Kern? Junge, was? Ist das die Waffenkammer? Oh mein Gott, die Schnitzel. Ich werde nicht verhungern im Minecraft-Flugzeug. Willst du jetzt ein paar meiner Fleischbällchen probieren? Ja, Tobi, ich werde die definitiv und auch ehrlich probieren. Definitiv. Oh mein Gott, was ist das hier? Gauss? Ich baue dir was, worauf du zählen kannst. Junge, wie krass sind diese Waffen denn bitte? Und ja, das ist eine Fleischbällchen. Junge, was ist das? Was hat der denn für Hyperanzüge hier? Junge, ist so ein... Das sieht aus wie so ein... Keine halben Sachen. Junge, Warte. Hör, ist noch Jump Pads. Au. Ey, Torbi, ich sag echt, du bist krass. Oh, ein Rucksack. Oh mein Gott, ich kann endlich meine Bibliothek einlagern. Bum, 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 bum. Ich hab schon Schlimmeres repariert. Ja, okay, als mich oder was? Ich brauch keine Reparatur. Jo, was ist das hier? Eine Kettensäge. Eine Doppel... Oh, sorry. Eine Doppelkette. Nein, Dominik, das war nicht so gemeint. Ja, was ist denn das, Leute? Au, au. Tobi, ich lass auch niemanden den Stich. Junge, ich werde... Außer deine Fleischspeicher lass ich vielleicht den Stich. Junge, der hat hier eine riesen Minigun. Zum letzten Mal, ich bin Schwede. Ja, oh mein Gott, Tobi. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Junge, hier, komm mal, guck diese Rüste, Mann, was ist das? Da ist so ein Auto-Aimbot-Ding drauf. Ja, okay, aber passt mir das nicht ganz. Lass und nicht das Schwein im Sack kaufen. Was für ein Schwein im Sack? Was ist das für eine Gun? Warte mal. Die BFG? Warte. Wow! Combat-Shotgun? Was habe ich da gerade runtergeworfen? Alter, was ist das? Tommy, was hast du hier?
Trägst du zufällig etwas Platin an dir? Mein schwedisches Ingenieurshirn brodelt. Hey, für was brauchst du denn Platin? Oh, jetzt kannst du mir dann eine Superwaffe vielleicht bauen? Nee, ich habe kein Platin. Oh mein Gott. Ich habe den Spotify Platin Award. Leute, eigentlich bin ich's Manfred schuldig, dass ich seinen Platin Award jetzt zu einer Waffe mache, die Cthulhu besiegt. Weißt du was? Zu Ehren von Manfred kriegst du das. Mach mir daraus die beste Waffe der ganzen Welt. Was hat er noch hier alles? BFG Eternal? Super Shotgun? So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Hey, was macht ihr hier? Oh. Okay. Was sind das für krasse Sachen, die hier hat? Hier ist so Money. Unmaker. Wow. Okay, der gefällt mir. Unmaker. Ah, ich finde den cooler, irgendwie den weißen hier. Au! Oh. Geschmolzene Platinklinge? 44 Damage? Zu heiß für dich? Nee, ist nicht zu heiß für mich. Rip and tear until it is done. 23 Ammo, warte mal, Munition. Yo, guck dir die an! Oh mein Gott, Leute! Zu heiß für dich? Nein, es ist nicht zu heiß für mich. Komm, du hast dir deine eigenen Waffen kaputt gemacht. Zu heiß? Nein, es ist nicht zu heiß für mich, Tommy, was laberst du? Chain Gun? Okay, krass. Pistol? Na, komm, ich will die großen Waffen. Heavy Cannon? Okay. Du machst schon wieder ein Hühnchen aus einer Feder. Oh mein Gott, wo kommen die Fleischbällchen her? Komm mit. Guck mal, hier ist so ein Santa Helmet? Wo ist denn das, Leute? Warte, Tom, ich baue eine coole Rüstung. Welche nehmen wir mit von den ganzen? Oh, die passt richtig gut hier. Ja, die sieht aber überkrass aus. Ah, komm. Okay, das sieht bei mir nicht so cool aus. Cthulhu dachte, er ist der Einzige mit Hörnern. Oh, eigentlich glaube ich, nehme die hier. Guck mal, die schauen viel besser aus. Dark Lord Boots. Ja, leider werden Cthulhu zeigen mit den Waffen, wer der echte Dark Lord ist. Warte. Maurada-Axt. Hast du dir schon überlegt, ob du meine Fleisch... Ich will deine Fleischbällchen nicht probieren. Hast du ein Licht-Laserschwert? Junge, was? Okay, sind noch ein paar Waffen da? Was ist das hier? Plasma-Rifle? Ja, Tommy, was ist denn? Komm mit, sagt er. Was denn jetzt los? Oh mein Gott, Leute. Ich hab richtig Bock. Wir werden den richtig zerschnetzeln, den Cthulhu. Ich glaube nicht, dass der König und Erschaffer der Entropie jetzt so verwundbar ist dagegen. Aber Leute, ich meine, guck mal. Oh mein Gott. Du solltest echt meine Fleisch... Nein, ich werde deine Kackdrecksfleischbäche nicht probieren, Tommy. Find die ab damit. Dort, wo die herkommen, gibt es wirklich noch viel mehr. Ja, warte. Alle, die wissen, wo die herkommen. Tommy, denke mal dran. Lass dich nie mit dem Bart im Briefkasten erwischen. Warte. Was meint der? Was für ein Briefkasten, Leute? Ich hab nicht mal... Obwohl, ich hab einen Bart, aber... Ich hab nicht so eine Bartfracht wie du, Tobi. Bingo! Okay, das hat so eine Welterkenntnis jetzt, war. Okay, das war ein crazy Sprung. Tobi, wo geht's hin? Oh mein Gott. Kommst du mir so vor? Nehme ich gerade die unnötig schwersten Sprünge. Wir sind beim Toaster! War nicht hier irgendwo noch... Nee. Die Tür! Warte mal! Die magische Tür. Was sagt er? Gib mir warmes Feuer und ich mach dir thermodynamische Legierungen. Oh mein Gott, Leute. Gib mir bitte eine Pause. Keine Ahnung. Kann ich hier von hinten rein? Guck mal. Es ist... Leute, ich check diese Tür nicht. Diese Tür ist einfach wirklich... Aber wenn man von der Seite reingeht, ist sie größer. Oh mein Gott. Zu heiß für dich? Nein. Der Sprung ist nicht zu heiß für mich. Oh mein Gott, warte, hier schaltet die Infektion. Tommy, du willst aber jetzt nicht wirklich zu Cthulhu, oder? Ja, Tommy hat vor nichts Angst. Er greift aber Yetis an. Leute, ich glaube, der Einzige, vor dem Tommy Angst hatte, war Manfred. Und jetzt, wo er weg... Du musst Igor befreien. Er wurde mit dem Bart im Briefkasten erwischt. Nein, nicht mit dem Bart im Briefkasten. Warte, was meinst du? Oh mein Gott, ich hab vielleicht... Oh, ich glaube, er wurde gefangen genommen oder so. So wie Elvira, kann das sein? Ey, Leute, aber ich habe meine geschmolzene Platinklinge. Manchmal muss man es eben selber machen. Hör, warum machst du es nicht selber? Warum muss ich dann reingehen? Oder kommst du mit?
Du machst schon wieder ein Hündchen aus einer Feder. Hey, mach ich gar nicht. Wir sind doch stärker zu zweit. Ich übertreib gar nicht, Leute. Ja, okay, Torbi, ich mach's, okay? Bevor du gehst. Sehr wichtig. Was denn? Wir sind beste Freunde. Wirst du mich vermissen, wenn ich tot bin? Was sagt er mir? Willst du noch einmal meine Fleischbällchen? Weißt du was? Torbi, komm, ich nehme jetzt die Fleischbällchen mit. Ich gebe dir jetzt Cthulhu, okay? Ich frage dir nochmal deine Fleischbällchen probieren will. Oh, die Fleischbällchen! Ich lüge dich nicht an. Dort, wo das herkommt, gibt's wirklich noch viel, viel mehr. Ja, ich... Torbi, ich glaub dir schon, dass da noch viel mehr herkommt. Ja, Leute. Und halt, die wissen, dass die ja... Okay, Leute, ich sag's nicht. Ja, okay, Torbi. Dann würde ich mal sagen, auf zu Cthulhu. Let's go! Wo bin ich? Oh mein Gott! Ich bin irgendwo anders auf dieser Festung! Und wie viele Portale gibt es denn schon? Ich glaube, weil das irgendwo anders ist, weil das ja ein neues. Oh mein Gott, ich hätte fast ein Fleischbällchen gegessen. Schnitzel. Aber okay, wir haben eine Mission. Wir dürfen nicht abschweifen. Wir müssen Igor finden. Leute, Igor hat so viel durchgemacht. Er darf nicht so jetzt einfach draufgehen. Aus dem Brauch... Das war ein neues Monster, Leute. Aber kann ich nicht einfach... Ich glaube, es ist nicht sehr smart. Selbst wenn ich Monster killen könnte, ich darf keinen Lärm ziehen, Leute. Die sind in der Überzahl, checkt ihr? Ich glaube, da bringen wir die... Ich hab aber schon coole Waffen. Das Problem, Leute, guck mal, ich hab... Wo bin ich jetzt? Warte, hier war die Treppe. Erinnert ihr euch? Hier war diese endlose Treppe. Die ich mit dem Kölner Dom verglichen habe. Wisst ihr noch? Ich glaube, das war unten. Weil, Leute, wo wird... Wo werden Leute hingebracht, wie Igor, die gefangen werden? Ich glaube, es war dieses eine Gefängnis, wo Elvira war. Er müsste schnell sein, weil Cthulhu kann ihn von überall absorbieren. Oh mein Gott, das ist creepy. Leuchtet was? Das ist ein Buch. Okay, Leute. Das war keine gute Idee. Aber Leute, ich habe immer noch das Manfred-Schwert. Aber das hebe ich mir für Cthulhu selbst auf. Weil das Ding ist komplett, das Schwert, das hat nur 23 Munition. Und Leute, wie macht denn das Sinn, dass ein Schwert eine Klinge Munition hat? Weil es kann nicht schießen. Aber vielleicht ist das... Ach komm, das ist schon zu cool, dass man das hier aufgelegt. Vielleicht ist das so geladen elektrisch? Oder vielleicht ist das mit Entropie geladen? Oder mit dem Spotify Platinum Award. Ich glaube, ja, das zweite, Leute. Hier sind Treppen. Leute, wir waren doch schon mal mit Treppen bei diesem Cthulhu-Labor-Dings-Turm. Warte. Wait. Hier war ich. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich bin, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, eine Etage drunter war dieses, wo Elvira war. What? Nee, oder? Doch! Hier! Genau hier lag Elvira. Igor? Bist du vielleicht irgendwo drin? Leute, dieses rumänische Blutfleck hier, so ein Gesicht. So ein Keks, der irgendwie nicht gegessen wird, keine Ahnung. Hallo? Es... Warte mal, der schaut nicht mehr so gut aus am Kopf. Warte, ist das der richtige Igor?
ist... Ja, ist auch, komm mal, er hat sogar seinen Anzug an. Was ist das, ein Schädel? Igor? Zu spät! Wie ist es zu spät?